Moin Leute, willkommen zu Kirby Let's Play. Möchtest du online? Yes, wir möchten online. Bin echt gespannt. Online-Funktion aktiviert. Ich bin richtig gespannt, weil die Demo hat schon richtig Bock gemacht auf mehr. Ganz kurz meinen Ton einstellen. Bildermodus. Und dann hätte ich auch gerne bitte Ton. Bin gespannt. Also es fängt genauso an wie auch. Oha, sind das die Bildprobleme bei mir oder von dem Spiel? Also es fängt genauso an wie in der Demo, anscheinend. Mal gucken, ob ich es wegdrücken kann. Überspringen könnte ich. Ja komm, das haben wir in der Demo schon gesehen. Mit den Augen wieder. Ich finde es ein bisschen schade, weil jetzt waren auch wieder keine. Keine Geräusche, also keine Soundeffekte bei dem Intro. Es war wirklich nur die Musik. Es waren keine Soundeffekte. Jetzt bin ich gespannt, ob sich das hier ändert. Und anscheinend fangen wir genauso da am Anfang an, wo auch die Demo angefangen hat. Obwohl ich die Demo ja schon gespielt habe. Also übernimmt den Spielstand dann nicht. Man fängt einmal komplett von neu an. Aber das ist auch gut, weil dann weiß ich genau, wo es lang geht. Also ich habe, wer nicht weiß, also ich habe ja schon in meiner Demo ganz viel dazu gesagt. Ich denke nicht, dass hier was geändert wurde. Ich bin aber gespannt gleich, ob es vielleicht bei dem Baum was anderes gibt. Wir werden ja auf jeden Fall mal die ganzen Punkte einsammeln. Weiß ja nicht, wofür die gut sind. Ich finde es schade, dass ich jetzt hier. Aber was ist schade? Ich finde es. Ich hätte gern die Möglichkeit gehabt, selber auszusuchen, ob ich die Demo, also den Anfang nochmal spielen möchte, oder ob ich nicht da weitermachen möchte, wo ich bei der Demo aufgehört habe, weil da hatte ich den ersten Boss ja schon gelegt. Ist jetzt ein bisschen schade, aber gut, ist halt so, ne? Die Demo war ja auch nicht so lang, war glaube ich eine halbe Stunde. Können wir das hier alles nochmal schön genießen? Sag mal, ruckelt das nur bei mir oder? Kurz neu auf. Der Projektor nur scheiße war. Ne, das ruckelt. Seht ihr das? Weiß jetzt halt nicht, ob es an mir liegt oder ob an dem Game. Aber da hat es gerade geruckelt. Oh, das fühlt sich immer noch sehr gut an mit der Leiter. Das gefällt mir. Wie viele Schläge brauchen die denn? Zwei? Zwei Schläge brauchen die nur. Oh. Weil der macht direkt so eine krasse Combo. Das brauche ich ja gar nicht dann. Ach, guck mal, das hat er nicht gekillt. Oh, 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 oh. Oh,
Das war knapp. Aber es könnte natürlich auch ein Secret sein, darunter zu gehen. Noch mal eine Idee, leiser. Eine Karotte. Und jetzt kriegen wir doch das Autochen. Wieder überspringen. Also alles bis zur Demo-Ende überspringe ich. So, jetzt habe ich das Auto. Oh ja, das fühlt sich auch immer noch sehr gut an. Let's go! Booster. Eingesammelt. Ist hier noch was? Nö. Weg, weg. Na gut, das hat man ja Demo auch, das hier nachladen. Das ist aber okay für mich. Brücke runter. Oh, hatten wir das? Hatten wir das in der Demo auch? Das hatten wir in der Demo nicht, oder? Bin mir jetzt gerade unschlüssig. Ich glaube, das. Nee, das hatten wir doch nicht in der Demo, das wüsste ich. Nee, das war nicht in der Demo. Ich hätte in diesen Zwischensequenzen gerne Soundeffekte. Okay, jetzt geht es mit einer ultralangen Brücke ins Abenteuer. Hal. Wie lange hat man dieses Zeichen nicht mehr gesehen? Und jetzt geht's da weiter, wo es auch in der Demo weiterging. Sieht so aus, ne? Genau, dann kam nämlich direkt das, da kam diese Zwischensequenz nicht. Das wüsste ich. So, rüber. Das muss dann nämlich hier ausspucken und dann geht's hier weiter. Ich glaube, jetzt kommt auch der. Auch. War das? Ich kann mich schon nicht mehr erinnern. Er ist gerade mal 2 Wochen her oder so. Ich weiß ja schon nicht mehr. Da. Da fehlen doch Soundeffekte. Oder bin ich blöd? Das gehört sich doch ganz. Also, man hat die Musik, aber da fehlen doch Soundeffekte. Die müssen Geräusche machen und wenn die da so rumfliegen und dieser Käfig, wenn er zugeht. Da flattern muss man hören, wenn der Käfig zugeht. Aber vielleicht ist das so Stilmittel von Kirby. Ich kenne das nicht. Das ist das erste Kirby, was ich spiele. Vielleicht ist es bei denen so Standard. Aber die Zwischensequenz gab es auch in der Demo. Jetzt müssen wir kämpfen. Oh, danke. Ist das Pro Max, ne? Boah, ist das riesig, das ist ja geil. Und das fühlt sich richtig gut an. Darf ich abziehen? Klar, hatte ich eben auch schon kurz. So. Ich habe es nochmal eingepackt. Ich dachte,
Bevor ich jetzt alles zerstöre schon. Mann, ist das riesig. Sieht aus wie ein Baby, ne? Ja. Ich finde, das sieht auch von hinten mit diesem Matten, ist richtig schön. Boah, diese Kamera, ey, die Kamera ist größer als mein Telefon. Ist so. Ja, dann viel Spaß. Grazie. Wir sind dann wieder weg. Jo. Ah, war doch, war das? Wir wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Ja, ja, doch, das kennen wir noch alles aus der Demo. Ja, das können wir alles überspringen, das kennen wir ja noch aus der Demo. Let's go. Weltkarte? Ah, guck, jetzt könnte man nämlich auch Team-Modus machen. Das finde ich ganz cool. Man kann auch zu zweit das Spiel spielen. Also jeder, der vielleicht das mit seiner Freundin spielen möchte oder mit ihrem Freund. Finde ich ganz cool. Aber was ist jetzt hier noch zu erzählen? Okay, man kann jederzeit zu zweit spielen. Das ist ganz cool. Das gefällt mir immer bei den Nintendo-Spielen, dieser Koop-Modus. Ach, oh, guck mal an. Das hatten wir nämlich... Ich muss aufhören, das die ganze Zeit mit der Demo zu vergleichen, weil ich meine, das hatten wir so nicht. Naturebene. Urbane Graslande. Und jetzt kann ich mich hier frei bewegen, wo ich hin will. So, Waddle Dee Stadt. Die... Da steht 0 von 46, also die Ziel ist wirklich, diese Waddle Dees zu befreien. Man kann nicht überall hin, aber man kann schon sehr weit nach vorne. Hier ist diese Mall, da waren wir auch. Und dann kommt der Boss, denke ich mal. Und dann wird es hier weitergehen am Strand. Okay. Y. Genau, und das war das Feld, wo es wir gesehen haben. Wo es dann weiterging in der Welt. Dann gehen wir jetzt mal urbane Graslande. Und da ist auch der Baum. Und dann sieht man auch, was man machen soll. Mission, schließe den Abstand ab. Rettet die versteckten Waddle Dees. Dann irgendwie so 5 Tulpen musste man blühen lassen. Das ist cool. Und das gibt jedes Mal wieder einen Punkt. Ist so ein bisschen aufgebaut wie bei Rayman, ne? Wo man diese kleinen Dinger da fangen muss. So, das Erste, was mich natürlich interessiert ist, haben die den Baum gefixt? Nö, haben sie nicht. Haben sie nicht gefixt. Okay. Da ist schon die erste Tulpe. Die müssen wir sammeln. Bringe 5 Tulpen zum Blühen. So schön auf die Tulpen achten, ob irgendwo eine Tulpe ist. Oh, da schläft der Arme. Ich finde, die Gegner sehen absolut gar nicht bedrohlich aus. Man hat gar nicht so das Gefühl, oh mein Gott, der Gegner, der macht mich jetzt fertig. Oder der ist böse zu mir. Hier, da ist einfach so ein schöner Hase. Der ist doch nicht böse. Aha. Zweite Tulpe. Schön auf die Tulpen aufpassen. Oh, jetzt kriegen wir hier den Vollstopfen. So, jetzt kann man die Dosen schießen. Schieß. Hallo, Manni. Und die Dosen, die Bosen. Die Dosen, die man schießt, die kann man auch wieder aufsammeln. Kann auch gedrückt halten.
Da habe ich doch direkt mal eine Frage. Kann ich da drüben hinfliegen? Nee, man kann hier gar nicht weg, okay. Oh. Hier scheint es nichts mehr zu geben, also weiter. Muss auch bestimmte Punktzahl erreichen. Aber man kann ja so oft getroffen werden. Hä? Da haben wir schon den nächsten Gegenstand. Vollstopfen. Lohne. Bob. Da ist noch eine Tulpe. Ist die dritte, oder? Ja, drei. Gucken, ob wir alle finden. Ich first try alle finde. Aha, gelangen zum Balkon. Frage, gibt es hier noch was Spannendes? Nee. Ein bisschen kann man die Kamera bewegen. Jetzt. Aber auch nicht viel. Ich hoffe, das war nicht das Level, weil es fehlt noch eine Tulpe. Der Schwertgoblin, Schwertgrobion. Mann, ist er lahm. Jetzt bewegt er sich auch mit seinem Schild. Bisschen Bowser-mäßig. Aber das war's. Erster Boss geklärt, ohne Hit. Ja, gehen wir mein Schwert wieder. Ach guck mal, er ist einer von drei. So, weiter geht's. Weiter geht's. Was?
Oh, der macht das ja auch. Melone. Was gibt's hier? Vollstopfen. Ah, noch einen gefunden. Zwei von drei. Die Hasen sind doof, weil die ganze Zeit zu springen. Kommt die nächste Tulpe. Aha. Das ist der dritte. Alle drei gefunden. Da ist die Tulpe. 4 von 5. Assi, dass man hier runterfallen kann. Oh, der ist auch runtergefallen. Da ist doch bestimmt was. Ne, da ist nichts. Mann, wie es mich in den Finger kribbelt. Da runter. Oh, da ist die Tulpe. 5 von 5. Ups. Nummer 3. Level geschafft. Jetzt kommt das letzte Level der Demo. Was habe ich denn hier? Bring 5 des Gebäudes und ja, habe ich alles geschafft. Perfekt. Was ist das für Sammelzeug hier? Wassertank? Ab durch den Tunnel. Hatten wir das? 9 Stück. Zur Figurensammlung. Ich würde kurz wissen, gibt es hier auch welche? Hier gibt es keine zu sammeln. Okay. Hier irgendwo hin kann man auch noch nicht. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass es auch geheime Ausgänge gibt in solchen Leveln. Rette die verschiedenen Worldies und nochmal 3 geheime Sachen. Okay, okay. Sorry, wenn ich mir alles ganz genau angucke, aber ich habe schon den Anspruch an mich selber, alles zu finden. Zumindest mal in der ersten Welt. Und ich meine, das hier ist ein Level, das wir in der Demo nicht hatten, Leute. Das erste neue Level. Bin ich mal gespannt, was hier so gibt.
Aha. Auch ein guter Angriff. Ich finde Plattforming mit dem ein bisschen witzlos, weil man kann ja unendlich lang fliegen. Also nicht unendlich, aber man kann richtig lang fliegen. Das nimmt irgendwie die ganze Gefahr hier von den Sprüngen. Ich kann von hier aus einfach da rüber springen, wenn ich will. Aha, eingefunden. Die Lichtverhältnisse sind sehr gut. Schau mal. Mit dem Schatten und dem Licht. Gefällt mir. Und er wirft halt selber auch nochmal ein Licht. Upsala. Aber man stirbt nicht, man verliert nur ein bisschen Leben. Das heißt, man könnte öfter irgendwo mal runterspringen, um zu gucken, was da ist. Oder Konsequenzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, also ich habe ein Gefühl. Mal schauen, ob das Gefühl richtig ist. Schauen wir mal, ob das Gefühl right ist. Ja, ist es. Gehen wir nochmal kurz einen Anfang. Da war ja auch nochmal so eine Teelampe. So eine Öllampe. Da, entzünde vier Laternenschalter. Muss ich also sowieso hin. Kann man die Dinger hier mit Feuer kaputt machen? Boah, man kann sogar das sagt. Oh! Ah, wenn man in der Luft B gedrückt hält. Das links geht da bestimmt auch kaputt. Irgendwie. Hier oben. Ja, stimmt. Ja, da ist das die Bombe. Noch einer.
Eine Öllampe fehlt noch, ne? Der dritte? Ja, der geht nicht kaputt? Doch. Wieso leuchtet das? Nee. Man kann sich hiermit vollstopfen. Und alle haben... Nee. Und alle haben sich über das Auto lustig gemacht. Hallo Pizzi. Wie findest du das? Ah, da musst du halt dann auch erstmal drauf kommen, ne? Das ist ja so dumm. Dumm und witzig. Irgendwie. Ups. Hey, gibt es wieder. Nein, nicht das! Nein, nicht das! Das ist weg. Einfach platt. Scheiße. Okay, da vorne gibt's Feuer. Gib mir das Feuer, gib mir das Feuer, gib mir. Ah, warte, erstmal. Erstmal hier platzieren. Nimmt man sich hier wieder das Feuer. Macht man hier an. Und hier hoch und hier rein. Hä? Das Feuer ist aus. Hä? Ich bin verwirrt. Ach, Facke, ey. Mann, das war schon ein bisschen schwierig. Logistisch und so. Oh, nimm ich. Nimm ich auch. Sehr schön.
das Gefühl, als hätte ich irgendeine Aufgabe nicht gemacht. Ja. Ja, irgendwas fehlt. Und ich habe auch irgendeine Laterne. Mann, das nervt mich. Entferne das Gesucht-Poster. Pizzi, machen wir es nochmal? Ja, die vierte Laterne. Fuck, ey. Nicht mehr drauf geachtet. Leute, gehe ich nochmal rein? Und Lagilo TV, grüß dich. Wie geht's hier? Mann, ey, gehe ich jetzt nochmal rein und mach das? Zwei fehlen. Oh. Oh. Ich würde sagen, alles, was fehlt, das mache ich dann irgendwann mal. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Stand da? Ja, mach das. Was muss ich tun? Ich habe nicht aufgepasst. Triple Strike, Schalter im Visier. Das ist doch Mario. Oh. Bei Mario gab es auch so eine Aufgabe, wo man so Schalter mit Bumerang und Bomben treffen musste. Bin gespannt, wie knapp das ist. Auf jeden Fall kann man spammen. Moin Lara, grüß dich. Das war schon, dafür kriegt man 3 Minuten? Dafür kriegt man 3 Minuten, krass. Bomben in 3D. 30. Ach, guck mal da. Unter 3 Sekunden gibt es noch eine. Was gibt das unter 3 Sekunden dann? Wahrscheinlich dann noch ein Stern, ne? Aber wir wollen ja erstmal den ganzen Content sehen. Werfen und fangen. Schach. Schatzsuche extrem. Dann hast du mit diesen ganzen Power-Ups nochmal Minispiele. Aber das ist schwer. Also was heißt schwer, aber schwerer. Ja, es ist halt so wie Mario, würde ich sagen. Eine Mischung aus Mario und Rayman. Nur, dass du halt noch dieses Gimmick hast, dass du dich in alles verwandeln kannst, ne? Aber ansonsten ist es so Mario-mäßig, ne? Das ist schon schwieriger als das Bombending. Knapp und fast eine Minute geschafft. Ganz knapp, schade. Was würde denn unter eine Minute, was würde das bringen? Das interessiert mich ja jetzt schon. Wahrscheinlich einfach noch so ein Stern. Dass hier die Sachen fehlen, das geht mir auch auf den Sack. Kugelsteinstraße, auch neu. Mal gespannt, was man hier machen muss.
Ach, Lara. Ach, guck mal, wenn man die Dinger hier verbrennt, kriegt's auch was. Aber das mit der rosa Treppe, das kam auch unerwartet. Sag ich so, wie es ist. Ich glaube, ich brauche sein Power-Up. Das kenne ich noch von Kirby Air Ride. Das war richtig assi, dieses Power-Up. Wie er sich dahinter versteckt. Oh. Da kommt er immer wieder. Broad. Ah, 3 Snacks muss ich finden. Was ist das denn? Ist 3 Snacks vom Baumstümpfen. Okay, 1 noch. Ey! Jemand eine Idee, wie ich da hinkomme? Habe ich schon verkackt? Hätte ich einen Igel irgendwie benutzen müssen? So kommt man da hin. Kann man so ein aufgeladener Schuss. Ach, ich muss den Typen. Deswegen kann ich den. Kommt der auch die ganze Zeit wieder, weil ich den einsaugen muss. Komm her! Natürlich. Ups. Hier oben ist was. Entdecke auf deinem Weg bergauf den Seitenpfad. Oh. Sah grad komisch aus. Rein da. Pizzi, den ersten Boss habe ich schon gelegt, ohne getroffen zu werden. Gut, ne? Oh, das ist hier ein Minigame. Sehe ich doch. Wer sagt, dass ich das nicht schaffe? Ist auf Zeit. Aha, noch einer. Komm wieder raus. Hier. Du bist wieder da. Weg mit dir. Es fehlt noch ein Baumstumpf, ne? Da ist ein Baumstumpf, aber es ist kein Essen drauf. Jetzt ist Essen drauf. Zack. Ist 3 Snacks. Geschafft. Zeit für dich nach der Arbeit? Will gar nicht wissen, was das bedeutet. Was schreit nach Zocken?
Ich hätte gedacht, du machst was anderes. Mal ein bisschen die Sonne genießen. Ein bisschen Sonnen. Ist übel cute und ist halt so typisch Nintendo, ne? Hinter jeder Ecke hast du so das Gefühl, dass da irgendwas ist. Aber nee, schwierig ist es auf gar keinen Fall. Also bisher nicht. Aber wir sind auch in der ersten Welt, ne? Ich kann mir schon vorstellen, wenn du dann irgendwo später hinkommst, dann wird schon was schwieriger. Ist ja bei Mario auch so. Guck mal, hier ist so ein Poster. Ist da wieder was? Nee. Wieder Autofahren. Das ist mein Lieblings-Power-Up. Das Auto finde ich am witzigsten. Fühlt sich auch richtig gut an. Wow, fast runtergefallen. Stopp. Ah, fuck. Richtiger Parcours hier. Parcours! Nächsten Fall. Lara, draußen. Draußen kannst du dich sonnen. Einfach rausgehen. Oh. Kann ich einfach warten, bis wir wieder weg sind? Aha. Alles First Try geholt. Nice. Auf der Straße. Ja, leg dich mal auf die Straße. Wie heißt du? Wie heißt euer Team? Bordsteinschwalben. Das passt doch dann. Kriegen wir jetzt das nächste Level aus der Demo? Ja, das wäre nochmal ein Minigame. Noch ein Minigame, krass. Wäre mal spannend zu erfahren, was ich mit diesen Sternen überhaupt machen kann. Feuerschatz. Flott und feurig, auf zur Kanone. Okay. Ein Logo für die Bordsteinschwalben. Das will ich dann aber als erster sehen. Okay, das ist ja chillig. Weg damit, anmachen, rein. Oh, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache schon an. Mache ich die A kaputt? Mache ich hier kaputt? Nein, 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 wo unten denn? Und rein hier. Rein. Boah, das war knapp. Das war einfacher. Zweiter. Das war's, schnell. Hab ich's geschafft? Komm, das war übel schnell. Ah, nice, aber man kriegt 50 Sternis. Ja, das lohnt sich ja gar nicht, oder? Das lohnt sich mal gar nicht. Guck mal, hier gibt es Schwierigkeit 2. Feuerfrei. Ziele in der Ferne. Oh ja, das fand ich auch echt schwer, muss ich sagen. Bleib stehen, bleib stehen.
richtig gutes kannst du wahrscheinlich hier schon treffen. Schwer. Zum Glück muss man nicht so genau treffen. Jetzt sagt man, das war's. Das war's, das war's, das war's. Boah, wie viel lang hat man dafür gehabt? Eine Minute. Boah, das war aber auch schwer. Das schaffe ich nicht. Ausflug ins Ambelen Center. Nee. Nee, nee, das ist nicht auch nicht aus der Demo, ne? Ich bin gespannt, wann das letzte Level aus der Demo kommt. Das letzte Level aus der Demo, auch das letzte Level hier vielleicht. Das nehme ich mal. Komm her. Kommt hier hinter raus? Nee. Da unten ist was. Nein, 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 nein! Das da. Aha. Kapsel. Wenn er mir doch schon... Ah, hier ist doch was. Aber hier jammert doch einer. Bin ich irgendwie unbesiegbar oder so? Ich check das jetzt erst. Da oben ist er. Ah ja, ich war unbesiegbar. Ups. Upsi. Friend. Danke für den Follow. Ich kann deinen Namen aber nicht aussprechen. Aber danke. Viel Spaß im Stream. Komm zu dann her, du Häschen. Wieso habe ich denn den Follow gerade auch nicht gehört? Sekunde, das muss ich mal gerade fixen. Alertbox, dich will ich bitte hören. Ihr habt die Alertbox doch bestimmt gehört, oder? Die leider nicht gehört.
Aha. Beim Bürger rechts. Kann sich das jemand merken? Beim Bürger rechts rein. Ah ja, okay. Das ist ja idiotensicher. Und was ist, wenn ich bei den anderen rechts reingehe? Na, ich gehe mal bei den Bürger rechts rein. Das habe ich ja. Das ist ja mein Power-Up. Ups. Und da wäre Feuer. Immer wieder Feuer. Wer weiß, wofür es gut ist. Oh, Boss. Oh, der ist aber schnell. Boah, Feuer ist ja komplett OP. Der brennt ja immer noch. Feuer ist komplett broken. Feuer ist komplett broken. Pizzi, zweiter Boss, ohne Schaden genommen zu haben. Oh, es gibt die Eismütze. Nice. Krass, wieso hast du ja. Du, wie hast du denn jetzt schon die SD-Karte bekommen, mein Friend? So schnell? Hätte ich das Ding aufmachen müssen? Nein, ich hätte das Ding bestimmt aufmachen müssen. Ah, Amazon Prime. Mann, ich hätte das eine Ding bestimmt aufmachen müssen, da war bestimmt was drin. Ich hoffe, da war nur eine Karte, obwohl, na, weiß ich nicht. Ich hoffe, da waren nur Münzen drin. Das wäre gut. Schalter an. Oh, was kommt denn da raus? Hallo Jasmin, grüß dich. Wie lange arbeitest du denn heute? Siehst du dann bei YouTube? Ich habe die Aufnahme laufen. Mann. Aha. Ist ja wieder was. Beim Kuchen links rein. Nee, Pizzi, wir machen nicht Pro.
pro Boss ein Sub. Das könnte teuer werden. Das lassen wir. Gucken erstmal. Die Gegner sind halt einfach, die sind nicht so gut, ne? Verschätzt das nicht. Okay, hier ist einfach nur Eis. Das hilft mir übertrieben gut, danke. Eis. Ah, das ist das Stück, was hier fehlt. Zwischen Eis und Kuchen links. Eis ist ganz hinten und Kuchen ist ganz hinten. Also bei Kuchen links, oder wie? Würde ich sagen. Okay, alles klar. Mach mal so, dass du nur Followern einen Sub schenkst. Ja, muss halt vorher gucken, ne? Oder mich fragen. Ich habe da auch keine Ahnung. Ich bin noch nicht so lange in dem Game drin mit dem Stream. Keine Ahnung, was man da machen soll. Du machst das schon. Kann ich den wieder einsaugen? Yes. Ey, ich komme da nicht raus. Oha, ich ziehe die ganze Wand raus. Ups. Laufe durch das Center, ohne dich zu verirren. Habe ich doch gut gemacht. Aber... noch ein Donut. Ist 4 Donuts, auch geschafft. Chillig. Ich glaube, ich habe alles, oder? Habe ich alles geholt? Ist 4 Donuts, ist ein Superkraft-Lolli. Habe ich den? Den habe ich. Natürlich. Ohne Radio. Sir Kibbel. Dafür braucht man die. Okay. Gerangel im Center. Und da kommt der Affe. Und der Affe wird schwierig, mit ohne getroffen zu werden. Erstmal das Sternchen hier. Eisschatz. Frostiges Feuern. Schlittern auf Eis. Nee, das wird der gleiche sein, Pizzi. Das wird der gleiche Boss sein. So. Ganz ehrlich, die Zeit ist mir mittlerweile egal, weil das gibt ja immer nur 50 Münzen. Und das ist mir kackegal. Die Frage ist, ich kann doch einfach durchrennen, ne? Bisher muss ich nichts machen. Muss ich überhaupt was machen? Nein, 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 komm hoch. My friend. Man muss da nur durchkommen anscheinend. Komm, 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 komm. Komm, das waren 40. Ach, es geht noch weiter. Wie soll man das denn in 40 Sekunden schaffen? Hä?
mit dem Eisbrocken kann man rutschen. Das hat dann wahrscheinlich schneller. So. Vier Versteckte. Also sind wir die Bananas. Eis, Bomben, Schwert. Ich bleib beim Eis. Ja, ich bleib beim Eis. Das Eis ist ganz gut. Wohl am liebsten hätte ich Feuer. Guck mal, der ist da schon. Es geht ab. So, let's go. Bizeps Bestie. Ich wurde nicht getroffen. Bin ausgewichen. Scheiße, wurde getroffen. Das war schon. Ich kann aufhören. Hatte ich nicht beim letzten Mal auch irgendwie Eis oder so? Der war doch auch gefrostet. Oder? Vertue ich mich. Ja, ich bin gesprungen. Eis auch broken. Komm, noch einmal Eis. Ach guck mal, was war das denn für eine Attacke? Die kannte ich ja noch vom letzten Mal. Einfach noch einen Hit braucht er. Ja, das war wohl gar nichts. Schön, aber wo sollen die Versteckten sein? Ich habe keine Versteckten gesehen. Also, vielleicht ist ein Versteckter ohne Schaden oder so, den zu besiegen. Oder mit den verschiedenen Power-Ups. Danke für den Lurk, findet Nemo. Nemi. Schlüpfe zwischen den Beinen von Gorillas durch. Habe ich nicht geschafft. Ja, anscheinend irgendwas, was man bei dem Gorilla machen muss. Und das war dann jetzt die erste Welt, oder? 3, das reicht erstmal. Rest machen wir später. Geht wieder zurück in die Stadt.
Die Waddle Dees bauen ihre Stadt wieder auf. Rette so viele du kannst, um neue Gebäude und nützliche Ressourcen freizuschalten. Ah! Ich weiß nicht, wie viele Welten es gibt. Kino? Da kann ich dann richtig schön Glücksspiel machen. Der Überraschungsautomat Serie 1. Waffenladen. So Leute, dann würde ich sagen, war das mal für das für Folge 1 mit Kirby und das vergessene Land.